Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Geburtsberichts für euch. Ich habe soeben den ersten Teil abgedreht und dachte mir, ich mache den zweiten gleich noch hinten dran, damit ich nicht vergesse, wo ich war. Und für alle, die den Teil 1 noch nicht gesehen habt, den würde ich auf jeden Fall raten, euch erst den Teil 1 anzuschauen, weil sonst könnt ihr hier wahrscheinlich nicht folgen. Werde ich euch hier irgendwo verlinken. Und dann starte ich sofort, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Ich war dort stehen geblieben, dass wir fertig waren mit den Voruntersuchungen und dass die nette Oberärztin angerufen hat und sich hat ein Team fertig machen lassen, damit wir in den OP fahren können. Das ging so schnell, Leute, das hat keine 10 Minuten gedauert. Das war echt krass, also da war ich wirklich sehr beeindruckt. Und wir waren dann, wie gesagt, in dem Raum fertig mit den Voruntersuchungen. Ich hatte dann schon mein OP-Kittelchen an und lag im Bett schon die ganze Zeit, seitdem wir dort waren. Und habe noch in Erinnerung, dass wir dann rausgefahren, also die Hebamme hat mich im Bett rausgeschoben. Und dann ist mein Freund noch neben mir hergelaufen. Und dadurch, dass ich mich für eine Vollnarkose entschieden hatte, durfte mein Freund nicht mit in den OP. Das ging leider nicht, war aber auch völlig okay. Ihm war es, glaube ich, sowieso lieber, wenn er nicht mit rein kann. Weil ich muss sagen, man sieht da auch Sachen, Leute. Man möchte ja auch, dass sein Partner einen danach noch, wie soll ich sagen, attraktiv findet. Deswegen fand ich es gar nicht so verkehrt, dass es so gewesen ist und er auch nicht. Und ich weiß noch, wir sind nur um die Ecke rumgefahren, da war schon der OP und vor dieser OP-Tür hat die Hebamme angehalten und hat zu mir gesagt, so, jetzt gebt euch nochmal ein Küsschen und sagt euch, dass ihr euch lieb habt. Und da hat mein Freund mir noch einen Kuss gegeben und da hat die Hebamme zu meinem Freund gesagt, und du klopfst mal dort an der Tür, das war das Schwesternzimmer, und lässt dir einen Kaffee geben. Und wenn du deinen Kaffee ausgetrunken hast, dann bringe ich dein Kind, hat sie gesagt. Das werde ich nicht vergessen. Und da habe ich noch gesagt, so schnell? Da hat sie gesagt, sie wissen wohl nicht, wie schnell das jetzt geht. Und da habe ich gesagt, nee. Und dann sind wir reingefahren in den OP. Und dann standen dort schon unglaublich viele Leute. Also ich weiß es nicht mehr genau, ich habe es auch nicht gezählt, aber ich würde behaupten, dass es so 10 Leute waren. Und dann war eben da die Anästhesistin schon und die war auch so lieb. Ich kann wirklich nichts Schlechtes über unser Krankenhaus sagen, gar nichts. Ne? Die waren alle so lieb und herzlich und toll, also das muss man wirklich einfach mal betonen. Dann war eben die Anästhesistin da und hat zu mir gesagt, na, wen holen wir denn jetzt? Und da habe ich gesagt, ja, meine Tochter, die Stella. Und dann sagt sie so, oh, toll. Und das ist aber ein schöner Name, den haben wir ja nicht so oft. Ich weiß nicht, ob sie es ernst gemeint hat, weil das sagt sie wahrscheinlich zu jedem. Aber es ist tatsächlich so ein Name, der nicht wie Mia und weiß ich nicht was, fällt mir jetzt gerade nicht ein, der hier so jeden Tag da am Start ist. Und da hat sie gesagt, oh, bist du aufgeregt? Da habe ich gesagt, nee, ich habe jetzt langsam Wehen. Also die Wehen kamen halt immer mal wieder hoch. Und dann habe ich wieder gesagt, puh. Und dann hat sie gesagt, na, atme mal so und so. Wie gesagt, ich habe keinen Geburtsvorbereitungskurs oder ähnliches besucht. Ich hatte keine Ahnung, wie das läuft. Und hat sie mir halt noch Tipps gegeben, wie ich atmen soll und so. Fand ich total lieb. Ich habe dann noch eine Weile mich mit der unterhalten. Dann kam die Oberärztin wieder dazu und hat zu mir gesagt, ja, Frau, ich wollte Ihnen nur sagen, wir fangen jede Minute an, weil wir müssen noch ganz kurz auf den Kinderarzt warten. Ich sage, okay. Und dann haben wir noch kurz gewartet, aber also ich würde behaupten, es waren keine 2 Minuten, dann war er da. Und da hat die Anästhesistin mir schon diese Maske hier aufgelegt mit Sauerstoff und hat zu mir gesagt, ich soll ruhig schon ein paar Mal ein- und ausatmen oder einatmen und ausatmen, ist ja logisch, damit Sauerstoff genug im Körper kommt oder ins Blut kommt. Und Leute, habt ihr mal mit Sauerstoff eingeatmet? Also ich hatte schon ein paar Vollnarkosen in meinem Leben, ich wusste, was auf mich zukommt. Und aber das ist immer so komisch. Es ist so komisch, wenn man reinen Sauerstoff einatmet. Irgendwie total, irgendwie schwer. Es geht halt schwer zu atmen. Und Entschuldigung. Und da habe ich halt ein paar Mal eingeatmet und habe so gemacht. Und ich muss sagen, meine Ängste, ich habe meine Angststörung in diesem Moment während der ganzen Situation, außer wo das mit dem Katheter war, habe ich es kurz gemerkt. Aber ansonsten waren das irgendwie positive Ängste, die ich hatte. Also die Angststörung war gar nicht so präsent, wie sie eigentlich sonst präsent ist in meinem Leben. Also es war wirklich
besser auf jeden Fall. Also mir ging es um einiges besser in dieser Situation. Ich hätte es anders erwartet, dass es da irgendwie anders ist, aber dem war nicht so. Auf jeden Fall hat die Anästhesistin mir, wie gesagt, die Maske draufgelegt. Dann habe ich noch gehört, dass die Oberärztin gesagt hat, geht klar, Kinderarzt ist da, wir können anfangen. Und was für mich ja auch komisch war, muss ich noch kurz sagen, man wurde ja in dem OP auf so einen Frauenarztstuhl gesetzt. Da habe ich gedacht, hä? Aber das war tatsächlich so. Meine Beine wurden so oben festgemacht, die Arme werden ja auch festgemacht bei einer Vollnarkose, wird ja alles festgemacht. Aber das war für mich komisch, da habe ich gedacht, warum komme ich denn jetzt auf so einen Stuhl? Aber es war scheinbar so. Also ich wurde auf jeden Fall auf so einem Stuhl festgeschnallt. Es war ein bisschen crazy, aber okay. Habe ich davon ja nicht mehr viel mitgekriegt, weil sie dann, wie gesagt hat, wir können anfangen. Und daraufhin hat die Anästhesistin zu mir gesagt, das weiß ich auch noch, so, meine Gute, jetzt schlaf schön. Wenn du aufwachst, ist deine Stella da. Ja, da könnte ich gleich ein bisschen sentimental werden, weil das war irgendwie so ein schöner Moment. Und dann bin ich eingeschlafen. Also ich kann mich dann auf jeden Fall an nichts mehr erinnern. Dann die nächste Erinnerung, die ich dann wieder habe, ist, in dem Aufwachraum bin ich wach geworden. Und was ich halt auch total cool und lieb fand, ja, pusten, es tut mir leid, man krabbelt zum Hals. Was ich halt auch ganz lieb fand von den Ärzten und von den Hebammen, wie ich aufgewacht bin, saß mein Freund schon neben mir mit der Stella auf dem Arm. Und eigentlich dürfen die Männer nicht mit rein in den Aufwachraum, aber da das dann mitten in der Nacht war, also wie gesagt, wir sind ja dreiviertel zehn im Krankenhaus angekommen, und da das dann mitten in der Nacht war, haben sie ihn halt reingelassen, und das fand ich mega cool, weil halt auch kein anderer da war. Ich war alleine in dem Aufwachraum. Es waren zwar zwei Betten neben mir, aber da lag niemand drin. Und er saß eben schon neben mir mit der Stella auf dem Arm, und da bin ich so wach geworden. Und jeder von euch, der schon mal eine Vollnarkose hatte, weiß, wie es ist, wenn man von einer Vollnarkose aufwacht. Es ist so, man sitzt, man liegt so da und zwinkert und versucht zu schauen, aber es ist alles noch ein bisschen verschwommen und trüb und ja. Und ich habe halt so versucht zu gucken und habe dann auch irgendwann so leicht verschwommen schon was gesehen. Und da saß eben, wie gesagt, mein Freund da. Und da hat er zu mir gesagt, das Erste, was er zu mir gesagt hat, ja, nachdem unsere Tochter geboren wurde, sagt er zu mir, die hat einen komischen Fuß. Das war das Erste, was er zu mir gesagt hat. Und ich habe gefragt, ist es schön? Und dann hat er gesagt, ja, was? Er hat einen komischen Fuß. Da habe ich gesagt, wie, die hat einen komischen Fuß? Und am Ende, ganz am Rande, es war am Ende nicht, die Stella lag nur ein bisschen komisch im Bauch, und dadurch war der Fuß so ein bisschen verdreht. Das hat sich aber, also das war am nächsten Tag, war das schon weg. Also das war nur in dem Moment. Wir waren dann noch zwei, dreimal zur Physiotherapie, weil es nicht auf einen Millimeter genau gerade war, aber ist nichts Schlimmes gewesen. Aber es sah halt, auf den ersten Fotos sieht es echt gruselig aus. Aber wie gesagt, das hat sich dann gegeben. Die Hebamme hatte das auch meinem Freund schon gesagt, aber er wollte es nicht glauben, glaube ich. Und ja, dann, wie wir uns kurz so kommuniziert haben, ich war halt einfach auch noch nicht richtig da, ich bin noch mal wieder so eingenickt, kann ich mich noch erinnern, dass die Hebamme reinkam und zu mir gesagt hat, na Mama, und hat gesagt, komm mal her. Da hat sie bei meinem Freund die Stella genommen und hat sie mir hier hingelegt. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, das weiß ich auch noch, ich habe immer gesagt, nein, ich kann die nicht halten, weil ich noch so kaputt war. Und wollte die gar nicht auf dem Arm haben, weil ich Angst hatte, dass ich sie fallen lasse. Aber dann, ich hätte sie ja gar nicht fallen lassen können, weil ich lag ja im Bett. Aber ich hatte irgendwie, keine Ahnung, ich war halt noch ein bisschen verbimmelt im Kopf. Und habe halt immer gedacht, ich könnte sie fallen lassen und wollte sie deswegen nicht auf dem Arm nehmen. Habe sie dann eben angeschaut, und ich konnte sie aber auch nicht so richtig erkennen, weil, wie gesagt, ich war noch ein bisschen verbimmelt. Und wie ich sie da gerade so kurz hatte, kam auch schon die Schwester von der Neonatologie mit so einem Bett und wollte die Stella holen, weil, das habe ich im letzten Video schon erzählt, müsst ihr euch mal anschauen, um da nähere Informationen zu bekommen, das will ich jetzt nicht nochmal wiederholen, um die Stella eben zu holen. Und da hat sie gesagt, ja, ich bin Schwester, weiß ich nicht mehr, ich nehme jetzt die Stella mit rüber. Weil sie musste ja überwacht werden. Am Ende waren es dann 72 Stunden, die sie überwacht werden sollte. Und da hat sie gleich mitgenommen.
Was für mich aber in dem Moment okay war, weil ich erstens vorher wusste und zweitens, ich war noch so verpeilt, wirklich, ich konnte das noch gar nicht realisieren. Also es hat bei mir noch ein paar Stunden gedauert. Und da hat sie sie mitgenommen. Und da war es auch schon mittlerweile nachts 2:30, wo ich wach geworden bin. Und, achso, noch kurz nebenbei, die Stella ist übrigens um 23.56 Uhr geboren. Die arme kleine Maus hat immer nur 4 Minuten Geburtstag. Aber sie sollte halt an dem Tag noch kommen, ja. Die Ärzte haben dann gesagt, ach, wir können auch warten bis zum 10. Also wir hätten auch warten können, wenn sie es gewollt hat. Und ich sage, das ist mir so egal. Sie ist jetzt am 9.06.18 geboren, um 23.56 Uhr. Sie war 49 cm und 2920 Gramm. Genau. Und ja, wie gesagt, da war es dann schon, ich glänze, sehe ich gerade. Naja, nützt nichts. Müsst ihr jetzt durch. Ja, dann war es eben schon 2.30 Uhr und mein Freund saß noch neben mir und da habe ich dann gesagt, ja, fahr doch ruhig erstmal nach Hause und schlaf erstmal. Und da hat er gesagt, ja, ich würde jetzt auch erstmal nach Hause fahren, weil er saß schon, hat er mir am Ende erzählt, fast 2 Stunden mit der Stella auf dem Arm neben mir. Also er konnte alles mitmachen. Also die Hebamme ist aus dem OP gekommen und hat gleich meinen Freund dazu geholt. Und der war bei allem schon dabei, wo sie das erste Mal untersucht haben und angezogen haben und gewickelt und alles Mögliche. Sie wollte, dass er das macht und er hat gesagt, nee, ich würde lieber erstmal gucken, machen Sie das mal. Aber er war schon überall dabei. Also er war auf jeden Fall gut beschäftigt in der Zeit, wo ich noch geschlafen habe. Er hat gesagt, irgendwann haben sie mich dann da vorbeigeschoben, aber ich lag noch da mit Mund auf, sagt er, und war noch nicht anwesend. Ja. Ja, und dann ist er, wie gesagt, nach Hause gefahren. Und nee, kurz bevor er nach Hause gefahren ist, fällt mir gerade ein, kam noch die Oberärztin rein. Das habe ich auch noch ganz, ganz fest in meinem Kopf verankert. Die kam dort rein und hat ein riesengroßes Buch, das war so ein Monsterbuch, das passt gar nicht hier rein, richtig großes Buch auf dem Arm und kam rein in den Aufwachraum und hat mir gratuliert und hat, oder uns gratuliert und hat zu mir gesagt, sie hat sich jetzt gerade belesen wegen meinem Medikament, weil sie sich selber nicht sicher war und hat mir noch mitgeteilt, dass ich nicht stillen kann mit meinem Medikament. Genau, das hat sie mir noch gesagt. Sie hat das halt in diesem Buch nachgelesen, weil sie sich halt selber nicht sicher war und hat mir gesagt, dass ich nicht stillen kann und dass ich im Laufe des Tages Abstilltabletten bekomme, dass sie halt keine Milch, ich hatte auch gar keine Milch, überhaupt nicht. Also nicht, gar nichts. Hab die eben die Tabletten bekommen und da kam absolut nichts. Genau. Und da habe ich dann die Tabletten, im nächsten Tag habe ich die irgendwie im Laufe des Tages bekommen und genommen. Genau, das hatte sie mir noch mitgeteilt und dass halt bei der Operation alles gut verlaufen ist und naja. Auf jeden Fall habe ich dann noch zu ihr gesagt, oh, ich fühle mich, als hätte ich einen Sandsack auf dem Bauch, habe ich zu der gesagt. Und da hat sie gelacht und hat gesagt, ja, sie haben auch einen Sandsack auf dem Bauch. Und ich sagte, wie, ich habe einen Sandsack auf dem Bauch. Sagt sie, ja, damit sich, glaube ich, die Gebärmutter zurück bildet oder senkt oder wie auch immer. Dafür kriegt man irgendwie den Sandsack auf den Bauch. Haben wohl, meine Oma hat mir erzählt, früher wäre das wohl auch bei der natürlichen Geburt so gewesen. Wie das heute ist, kann ich euch nicht sagen. Ich hatte noch keine natürliche Geburt. Genau. Genau. Dann ist mein Freund, wie gesagt, 2.30 Uhr nach Hause gefahren und ich wurde von der Hebamme auf mein Zimmer gebracht. Mein Freund hat mir dann noch die Bilder geschickt, die er schon gemacht hat. Da konnte ich, also ich sag mal 2-3 Stunden später, ich konnte auch nicht schlafen von 3 bis früh. Ich war hellwach, weil ich einfach nicht schlafen konnte, weil ich so aufgeregt war und so glücklich war. Und mein Freund hat mir dann die Fotos rüber geschickt und dann, die Hebamme war so lieb und hat mich noch gefragt. Das fand ich total süß, weil ich fand das nicht selbstverständlich. Und dann hat sie mir gesagt, soll ich Ihnen noch Ihre Tasche auspacken? Und soll ich dir noch dein Telefon geben, damit du allen Bescheid sagen kannst? Dann habe ich gesagt, oh, das wäre ganz lieb. Und da gucke ich auf mein Telefon, da war mein Akku leer. Also ich hatte nur noch, keine Ahnung, 3% Akku. Und dann habe ich gesagt, würden Sie mir noch mein Ladekabel anschließen? Oh, jetzt Stella aufgewacht. So, weiter geht's. Wenn es jetzt ein bisschen lauter ist, sorry, die Stella spielt jetzt hier unten mit ihrem Lego. Ich hoffe, es ist nicht allzu laut. Weil ich hatte das Video jetzt angefangen, wo die Stella Mittagsschlaf gemacht hat, aber ich will noch kurz das Ende erzählen. Auf jeden Fall war die Hebamme dann ganz lieb und hat mir noch mein Ladekabel angeschlossen. Wie gesagt, ich fand das alles nicht selbstverständlich. Die haben genug zu tun. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Die haben genug zu tun und ich fand das, wie gesagt, total lieb, dass sie das gemacht hat.
und hat ihr das eben noch angeschlossen und dann ist sie gegangen, hat sich verabschiedet. Also ich weiß nicht, ob sie dann, könnte auch sein, dass sie dann schon bald Feierabend gehabt hat, weil es war ja dann schon relativ früh auch. Auf jeden Fall wurde ich dann auf mein Zimmer gebracht. Das Witzige ist, dass meine Freundin am nächsten Tag früh, meine Freundin war damals auch schwanger und die hatte am nächsten Tag früh um 9 bei uns im Krankenhaus Termin zur Einleitung. Und sie hat sicherlich nicht damit gerechnet, dass ich vor ihr da bin und vor ihr mein Kind bekomme. Habe ich das den Schwestern vorher noch erzählt gehabt und die waren so lieb, die haben mich in ein Einzelzimmer geschoben. Und da hat die Hebamme mir dann nachts noch gesagt, wir halten dir den Platz da drüben für deine Freundin frei. Und da habe ich gesagt, oh, wie lieb. Und als sie dann den nächsten Tag kam, ich hatte ihr dann aber auch schon Bescheid gesagt, ich habe ihr dann ein Foto geschickt, nachts um 3, mit dem Text, haha, Erster, wir sehen uns nachher, ich habe dein Bett neben mir schon reserviert. Das fand ich ganz cool, weil wir hatten dann eine schöne Zeit wirklich zusammen im Krankenhaus und ja, wir haben uns in Situationen gesehen, sagen wir immer, das kann uns keiner nehmen. Jeder, der schon ein Kind bekommen hat, weiß, wovon ich spreche. Und das war wirklich schön. Und ja, das war eigentlich alles zur Geburt. Ich habe dann Stella das erste Mal so richtig den nächsten Tag am Nachmittag leider erst gesehen, weil ich durfte ja die ersten, ich glaube eigentlich haben die gesagt, 24 Stunden nicht aufstehen. Aber ich habe dann so gedrängelt, ich habe gesagt, ich möchte bitte, bitte mein Kind sehen. Ich war so verbimmelt, ich habe sie überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Und da kam dann Nachmittag eine Schwester, hat mir aus dem Bett geholfen, hat mir einen Rollstuhl gebracht und ich bin dann mit meinem Freund der kam dann ja gleich am nächsten Tag wieder, wo er ausgeschlafen hat. Und wir sind dann zusammen dorthin gefahren. Und dann habe ich das erste Mal die Stella so richtig gesehen. Und Leute, ich saß in diesem Rollstuhl und habe über dieses Bett geguckt und habe da reingeguckt. Kriegt alle ein Kind. Das ist so, so mega toll gewesen. Da muss ich mich gleich zusammenreißen, dass ich nicht heule. Weil es war echt ein mega schönes Gefühl und ein riesengroßer Moment, wirklich. Ich habe da reingeschaut und habe gedacht, mein Gott, das ist mein Kind, mein Fleisch und Blut. Oder unser Kind, ja, mein Freund war ja auch dabei. Ich habe gesagt, guck doch mal, wie schön dieses Wesen ist. Ne? Also es war wunderschön. Und noch mein kurzes Fazit zum Wunschkaiserschnitt und meine Angsterkrankung. Also ich muss sagen, ich habe für mich das Richtige getan. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ich bereue es nicht und ich würde es immer wieder so machen. Also für jemand, der so stark unter einer Angsterkrankung leidet, ist das meiner Meinung nach die beste Entscheidung. Wie gesagt, ich bereue es nicht. Bin glücklich, so wie es gewesen ist. Und es ist alles super gewesen. Ja. Und ich denke, dass ich damit meinen Geburtsbericht abschließen kann. Also, mir fällt jetzt nichts mehr ein, was ich noch hinzufügen möchte. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir sehr gerne in die Kommentare. Erzählt mir auch gerne von euren Geburten oder von euren Kaiserschnitten oder natürlichen Geburten, je nachdem, was ihr hattet. Erzählt es mir gerne, es interessiert mich auf jeden Fall, wie es bei anderen auch gewesen ist, auch wenn ihr vielleicht selber unter Angststörung oder Depression oder Ähnlichem leidet, wie ihr die Schwangerschaft erlebt habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Ich habe gesehen, dass viele meine Videos schauen, die gar kein Abonnent sind, also folgt uns hier sehr, sehr gerne. Wir würden uns natürlich sehr freuen. Und wer sich für unseren Alltag noch so interessiert, kann uns sehr, sehr gerne auch auf Instagram folgen. Uschi.time heiße ich da. Ich blende nochmal hier unten ein. Und ja, schreibt in die Kommentare fleißig eure Geburtsberichte. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber, weil ich sowas sehr interessant finde, wie das bei anderen ist. Und ich bin aus der Puste. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!